Herzlich willkommen, Freunde, bei einem neuen Hotelcheck, diesmal in Ankara, in der Hauptstadt der Türkei. Ich wurde im März nach Ankara zu einer Travel-Messe eingeladen, die Travel Expo Ankara. Bei dieser Gelegenheit konnte ich das 5-Sterne-Hotel CP Ankara checken. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr den Kanal abonniert, denn so kann ich für euch viel mehr Hotels abchecken und euch einen viel besseren ersten Eindruck vor einer möglichen Buchung schaffen. Gerne könnt ihr mir auch auf Instagram, TikTok und Snapchat folgen. Überall heiße ich Attila Barbarossa. Ich habe jetzt spontan ein Carsharing-Auto gemietet und weil ich jetzt nachgeguckt habe und im Flughafen extra Parkplätze gibt. Genau, ich habe das zuletzt bei Car2Go gemacht. Die heißen ja aber nicht mehr so. So ein Fiat 500, glaube ich. Weiß nicht ganz genau, welches Auto. Doch, Fiat 500. Und jetzt fahre ich zum Flughafen. Zum ersten Mal werde ich sagen, wenn ich am Sonntag wieder zurückfliege, endlich wieder Sonne in Deutschland, weil es aktuell in Ankara schneit. Bei der Hinreise und auch bei der Rückreise. Jetzt die Prognose. Ich hoffe, es verbessert sich und die Sonne scheint auch drüben. So, ich habe jetzt bei P4 habe ich geparkt. Da muss man die Carsharing-Autos parken. Und dann läuft man ein bisschen. Ich suche noch den Weg zum Flughafen. Es ist jetzt nicht so schwer. Wenn ihr euch nicht so dumm anstellt, dann solltet ihr den Flughafen finden. Ich will jetzt auch nicht groß reden, aber es ist gut ausgeschildert. Da sehe ich schon Terminal 1 und Terminal 2 geradeaus. Und gleich sollte ich auch im Flughafen sein. Mal gucken, wie lange das dauert, jetzt vom P4 aus bis zum Flughafen zu laufen. Das wäre auch interessant zu wissen. Ich finde es ziemlich praktisch, so mit einem Carsharing-Auto zum Flughafen zu kommen und dann einfach auszusteigen. Vom Parkplatz P4 bis zum Check-in habe ich ca. 6 Minuten zu Fuß gebraucht. Ich musste in Istanbul umsteigen, um nach Ankara zu fliegen. Und das ist das Catering für die Economy Class im Inland, müsst ihr bedenken, und das war ziemlich gut. Denn diese Inlandsflüge kosten umgerechnet nur ca. 20 bis 40 Euro. Man kriegt bei internationalen Flügen bei anderen Airlines nicht mal etwas zu essen. Also Props an dieser Stelle an die THY. In diesem Video werde ich eher auf das Hotel eingehen, als auf meinen Besuch in der Reisemesse Travel Expo Ankara. Für die Messe mache ich ein extra Video, das schon nächste Woche zu sehen sein wird, also bleibt dran. So, jetzt bin ich im Hotelzimmer vom CP Ankara, also das Hotel heißt CP Ankara. Für meinen Geschmack etwas dunkel, machen wir auch dieses Licht an, aber ziemlich geräumig und aus dem Grund auch richtig gut. Mal gucken, wie meine Aussicht so ist. Okay, die Aussicht sieht schon schön aus. Ich bin in der 14. Etage, Leute, deshalb kann ich ziemlich gut alles sehen. Hier habe ich so einen Arbeitstisch und dann noch so einen Sessel. Ja, sieht ganz okay aus, Leute, und es ist auch ziemlich sauber, muss mal gucken. So, direkt in der ersten Nacht zum Fitnesscenter. Das Gute ist, hier in diesem Hotel haben wir jetzt gesehen, dass das Fitnesscenter 24 Stunden auf hat. Das war ja letztens beim letzten Hotelcheck nicht der Fall, obwohl es ein Sporthotel war. Hier im Hotel CP Ankara hat das Fitnessstudio 24 Stunden lang auf. Es ist deutlich kleiner als beim letzten Mal, aber wir machen jetzt keinen Vergleich für das letzte Mal. Es ist, sage ich mal, ausreichend, wenn kein anderer da ist. Finde ich das ganz angenehm, maximal noch eine Person. Aber bei 3-4 Leuten wird das für mich hier persönlich zu eng. Ansonsten hier, man hat ein Laufband. Hier sogar unterer Rücken kann man trainieren, das finde ich gut. Ansonsten alles Nötige scheint da zu sein. Also ich finde es top, das reicht aus für ein Hotel, für ein Business Hotel, top. Das Frühstücksbuffet war im Hotel ziemlich zufriedenstellend. Jede Menge Käsesorten, verschiedene Gebäckvariationen, süß, salzig oder gefüllt, frisch gepresste Säfte, frisches Obst, Pancakes und so weiter. Im Großen und Ganzen war hier die Vielfalt des Frühstücks sehr gut. Natürlich hatte man auch Haferflocken oder Cornflakes oder Salami und alles, was man so gerne frühstückt. Am ersten Tag konnte ich allerdings aus Zeitmangel nicht viele Sachen ausprobieren. Ich zeige euch kurz mal den Eingang des Hotels und die Rezeption.
Links vorbei an den Aufzügen kommt man zum Restaurant, wo man auch frühstückt unter anderem. Ich konnte leider nicht draußen essen, Leute, weil ich nicht so viel Zeit habe. Hab mir jetzt hier im Hotel was bestellt. Umgerechnet für 6-7 Euro, glaube ich. Und genau hier habe ich mir Sachkauruma bestellt. Und genau, ich arbeite nebenbei. Mal gucken, wie das so schmeckt. Also hier ist das Hotel, wo ich übernachte in Ankara. Ein 5-Sterne-Hotel, CP Ankara. Und ich muss sagen, es ist jetzt mein zweiter Tag oder mein dritter, weiß ich mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr zufrieden mit dem Hotel. Ich hätte jetzt von so einem Business-Hotel nicht so viel erwartet. Und direkt gegenüber, Leute, ist einfach ein riesen Einkaufszentrum. Mit übertrieben viel los. Ich finde die Location auch in der Hinsicht top. Schaut, Anker Mall heißt es. Also diese Mall gehört auch zu den größten in Ankara. Also die fängt hier an, könnt ihr euch vorstellen. Dann, das ist das Hotel. Ich bin da ganz oben in der 14. Etage. Und hinter dem Hotel geht es dann weiter mit dem der Mall. Direkt daneben Starbucks. Zwei Konkurrenten nebeneinander. Ich finde Kaveh Dünyası viel besser. Die haben voll die geilen Schokosorten und verschiedene sehr schöne Sachen. Im Eingang wird man kontrolliert. Das ist bei den Malls in der Türkei überall so. Und dann hier direkt. Es ist schon 21.20 Uhr. Ich bin sehr spät hierher gekommen. Und die meisten gehen jetzt auch wieder weg, weil es so um 22 Uhr schließt. Ich muss nur schnell ein paar Sachen kaufen. Und dann werde ich auch wieder zurück ins Hotel gehen, weil ich noch arbeiten muss. Aber davor... Hier ist auch ein Supermarkt, ich könnte mir Wasser kaufen. Das ist das Mittagsbuffet, Leute. Die bereiten gerade hier das Mittagessen vor. Ich konnte noch zum Mittagsbuffet und ich muss einfach bei den Desserts wow sagen, Leute, das war krass. Sogar der Koch selbst ist stolz auf seine Arbeit. Das sind so die Plätze, wo ihr im Restaurant essen könnt. Desinfektion darf natürlich nicht fehlen. Hier eine Weinkarte der Türkei. Das war's erstmal von dieser Folge. Direkt nächste Woche kommt auch schon das Video, wo ich euch die Reisemesse, die 5. Travel Expo Ankara zeigen werde. Aber davor nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren und mir auf Instagram und Co. zu folgen. Aktiviert die Glocke. Bis nächste Woche, euer Attila Barbarossa.